Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Rennwochenende. Hi, wie fühlst du dich heute? Unser Upgrade-Tempo ist im Moment gut, aber wir sollten uns steigern, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen. Hier ist der Bericht. Okay. Weiter mit Enter Laptop. So, wir fahren in Bahrain. Zweites Rennen, Bahrain, International Circuit. Wir haben keine Rivalität aufbauen können. Das wird sich heute ändern. Auf jeden Fall drücke ich auf Rennen starten. Letztes Wochenende kam kein Formel 1, das hat aber folgenden Grund gehabt, dass ich da zeitlich keine Zeit hatte, das irgendwie aufzunehmen. Und aus Willkommen in der Wüste diesen. von Bahrain, wo aktuell der Formel-1-Rummel stattfindet. Wir rechnen damit, dass die Wagen jeden Moment auf die Strecke gehen werden, um das heutige Training zu starten. Upsala. Klavent. In den letzten Wochen gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzung. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder weitläufig fährt? Was denkst du darüber? Und glaubst du, dass die 28 Fahrer Grad dieses sonnig. Wochenende noch mehr an die Grenzen gehen werden? Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Wenn die Rennleitung gegen Fahrer vorgehen möchte, weil sie von der Strecke abkommen, dann muss sie das auch kontrollieren. Rennfahrer werden dafür bezahlt, eine Runde so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn man also nicht an diese Grenzen geht, wenn man die bessere Linie ignoriert, dann macht man etwas falsch. Aber ich muss sagen, dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese Grenzen sollen auch durchgesetzt werden. Aber das liegt nicht in der Verantwortung des Fahrers. Gut, Setup, Session, Info, geht zur Strecke. Worauf ich hinaus wollte. Worauf wollte ich denn hinaus? So. Session, Info. Vor allen Dingen, pass mal, guck mal. F2, F1. Naja, gut. Brauchen wir nicht verstehen. Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Strecke 35 Grad. Zeit beschleunigen möchte ich nicht. Möchte gerne mal da gucken. Okay, wir fahren gerade Mittel. Ja, das ist ja normal. 32 Runden wird dieser Reifen halten, circa. Ja, da werden wir dann mal eine Testrunde fahren. Mal rausfahren. Gucken wir doch mal, was die Strecke kann. Steht da irgendwo eine Zeit, wie lange das Training dauert? Schnelle Kurven.
schaut doch gut aus. In der Langkurve müsste man auch mal leicht auf die Bremse treten. Die habe ich zu eng genommen. Also die Hilfslinie hilft ungemein. Der S-Test ist schon mal abgeschlossen, jetzt fahre ich mal eine Zeit. Gucken wir mal, was ich da für eine Zeit jetzt fahre. Und vielleicht werde ich jetzt nicht so 20. oder Mittelfeld. Das kann auch einer der ersten Platzierungen gut sein. Da kam ich gut raus aus der Kurve. Sogar eine lilane Zeit, logischerweise. Wurde ja noch niemand hier erwischt. Aber da fahren auch schon die nächsten aus der Box. Also, da müssen wir schon, bevor die Linie überhaupt rot wird oder gelb, muss man da schon bremsen. Dass man das auf die Schippe kommt. Jetzt hier. Guck ich erstmal, was die anderen so fahren. Ist ja auch kein. Kein schlechtes Ding. Ne? Aber logischerweise, wenn ich der Erste bin, der rausfährt und da eine Bestleistung bringt, ist es eigentlich keine Bestleistung, sondern einfach die erste gefahrene Runde im Testrennen von allen. Das war jetzt eine etwas schlechtere Zeit. 3 Sekunden. Gucken wir mal. Sind wir ein bisschen besser rausgekommen. Schaut doch gut aus. Hui.
Alcön hat auch eine Zeit gefahren. Ein 42-0. Ist auf jeden Fall ein knappe Zeit. Nein. Ich habe irgendwie Angst, dass ich da irgendwie mal eine Verwarnung bekomme. Weil man kann auch disqualifiziert werden. Das ist, glaube ich, die schwarze Flagge, oder? Ich bin ja gut rausgegangen. Altes Startziel. Jetzt wäre ich wieder langsamer. Vor uns war es ja schneller. Ein 42-3. Rato ist dritter. Das finde ich gut rausgekommen. Guck mal, jetzt nimmt die Zeit schon wieder ab. Ja, was ist ich hab da schon mal wieder eine Zeit gefahren. Ist auch was Gutes. So, wenn wir jetzt auch schon grüne Zeit haben, eine ziemlich gute grüne Zeit sogar. Dann können wir noch hier. Wird knapp, wird richtig knappkes. Nein! Verbremst! Verwarnung. Eine Verwarnung. Okay. Aber guck mal, wir haben jetzt eine gute Zeit. Und schnellste Runde. Yes, 1,40. Super. Und jetzt bin ich so weit rausgekommen. Oh, jetzt fahre ich ja die ganze Zeit alleine. Das ist natürlich logisch. Aber dann am Rennstart. Ich stand da beim Qualifying ganz hinten. Wegen letztes Rennen und so, ne? Habe ich ein bisschen schwieriger, mich da nach vorne zu kämpfen.
Aber das schaffen wir schon irgendwie. Nico ist auf P3. Ja, das ist doch gut. Schon wieder eine lilane Zeit? Geht doch gar nicht. Ich bin doch auf plus 2,7. Guck mal, ich bin deutlich schneller als der, ne? Muss man mal dazu sagen. Bin ja leicht abgelenkt gerade. Verstehe. Muss ja ein bisschen was einstellen, deswegen. War ich gerade ein bisschen langsamer. Flügelschaden reparieren? Ja, natürlich. Wie mache ich jetzt wieder zurück mit 5, 6? 7, 8, 9, 0. Wir haben ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Gut. Wer es nicht mitbekommen hat, ich bin jetzt gerade unten im Bereich. Und ich weiß nicht, wie man das wegkriegt. Weil so kriegt man nur das weg. Das weg. Das an. Erstmal eine 59er Runde. Jetzt machen wir eh nochmal mit harten Reifen. Mit harten Reifen sage ich. Mit fettem Gemisch.
Benzin für etwa 4 Runden. Ja. Das ist haargenau richtig. Immer eine Runde fahren. Ja. Ich glaube, da komme ich aber gut voran, wie ich das ja sehe. Komme ich sehr gut ran. Ja, natürlich doch. Nee. Der Spritstand ist sehr niedrig. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Ja, muss auch ein paar Einstellungen treffen. Oder mir tun jetzt mal etwas austesten. Ne? Das können wir natürlich auch machen. Lass mal kurz was trinken. Trinken muss auch sein. Gut. Das wollte ich jetzt nicht machen, weil FF1 drücken. So. Und auf Escape. Genau, Escape. Dann Einstellungen. Bildschirmanzeige. Ne, hier nicht. Steuerung. Steuerung anpassen ist es, wenn dann, ja? Ne, Lenkrad. Ne, Steuerungsschemata. Was war das? F1? Schalter unterschalten, nächste Kamera, vorne schauen, rechts schauen, links schauen, hinten schauen. Sofort Wiederholung X. Sprachsteuerung, bla bla bla. Multifunktionsanzeige 0 auf 10er Rad. Machbar. Ah, ja, das ist das MFA. Push to Talk, Mehrspieler Y, logischerweise. Also die 0. Ja. Nee. Escape. Ah, nee, guck mal. Hier unten stand was. Umsehen ebenfalls nutzen. Null. Okay. Irgendwann vor dem Qualifying. Die ganze Zeit 1. Da kann es ja nichts werden. So, Reifenmanagement, Qualifying Tempo, Teamziele.
habe ich schon vieles geschafft. Strecken, Klimatisierung, Reifenmanagement. Fertig. Natürlich. Natürlich doch. Sowas ist sehr wichtig. Angepeilte Punkte. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist wie vorhin. Aber ich nehme es stark an. 1 von 0. Nee, 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 nee. So ist schon richtig. Ah, die 2 ist das. Das war's auch. 2, da komm ich stehen, ja? Ah, hier ist das. Und weiter. Teamziel. Weiter. Sehr gut. Oh, das ist gut. Es hilft mir ungemein weiter. Ich habe neue Reifen bekommen. Bin gar nicht aufgefallen. Uiui. Denk daran, rechtzeitig vor jeder Kurve zu bremsen. Konzentrier dich zuerst darauf, den Scheitelpunkt zu treffen und bau dann Geschwindigkeit auf. Wäre das schon immer besser. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Ah, scheiße. Verdammt! Sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ah, die letzten Kurven sind aber quickie. Diese Kurven können wir auf jeden Fall noch schneller fahren. Kurve 7, Kurve 10, Kurve 12, Kurve 13. Ich sag nicht. Was? Ei, 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 ei.
Ach, verdammt. Ach. Gibt's doch nicht. Keine Schlenker fahren hier. Warum? Nein! Scheiße! Scheiße. Warum? 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 Wir haben unsere Programmziele nicht erreicht. Komm zurück und sieh dir die Daten mal an. Wenn wir Zeit haben, führen wir das Programm nochmal aus. ...425 sollten wir erreichen und ich habe 285. Ich glaube, ich habe mehr als letzte Session. Da waren noch viele in der Box, muss ich sagen. Ja. Was ist gehört? Überholen wir mal innen. Danke. Ja. Meine lieben Freunde. Wir sehen uns morgen wieder zum Samstag, zum 1. Oktober. Ja, ihr habt richtig gehört, 1. Oktober. Und
Ja, viel Spaß. Bis dahin. So, euer Cedric Geistus wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem. Und tschüss, goodbye.